Jägern von der mobilen Waffenkammer. So, herzlich willkommen wieder. Es geht weiter mit einer weiteren Folge Taylor, Call of Duty. Und wir haben es noch immer. Ein bisschen schwierig, komm schon. Ja, was ist mit dir passiert? Komm schon, ich höre nur Raketen. Du kannst dagegen ankämpfen. Ich höre hier nur Raketen. Mein Dach ist schon fast weg, okay. Und du hast gut. Noch eine Menge vor dir. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch gegen diesen riesigen Frachter zu kämpfen. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Es ist noch nicht zu spät. Wow. Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich war auch dort. Richtig. Ich war bei Hall, als sie gestorben ist. Komm schon, weiß, komm schon. Oh, perfekt. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Nichts davon. Wow, wow, wow. Bitte, bitte, bitte. Das darf jetzt nicht sein. Die Uhr tickt, Neuling. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Schnell, 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 rüber, rüber, rüber. Ich hoffe, die Dinge sind jetzt weg. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Wir bleiben kurz noch in Deckung. Alter. Muss man einfach loslassen. Meine Deckung lässt gerade ein bisschen nach. Meine Deckung lässt gerade ziemlich nach. Ich bin am Flüchten. Ach, das gibt es ja nicht. Was? Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein. Wow, wow, wow. Alter, sind die denn... des Wahnsinns. Okay. Einen habe ich. Wo ist der andere? Komm schon, komm schon. Komm schon. Wo kommt der letzte hin? Haben wir schon so weit geschafft, wie es soll. Ja, das war klar, dass die Triebwerke jetzt komplett ausfallen. Das wird knapp. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ein bisschen zu knapp. Ach, fuck. Ah. Oh. Kane! Sitze fest! Kane! Hendrix! Ah. Taylor! Du bist verwirrt. Da ist etwas in dir. Es kontrolliert dich. Ich weiß. Es wächst. Es will. Jeden. Du kannst dagegen ankämpfen, Taylor. Na los! Ich muss ihn loswerden. Ist okay. Geschafft. Das war's. Wir sind sicher. Nicht sicher. Ist. Da. Du. Hendrix. Nein! Hendrix, was zum Teufel war das? Diaz, Maretti, Hall. Und nun Taylor. Alle tot. Lagebericht. Ist Taylor gesichert? Er ist tot. Hendrix hat ihn getötet.
Okay. Du hast, was du wolltest. Hendrix! Wo gehst du hin? Stell dir einen vereisten Wald vor. Haltet durch, bin auf dem Weg. Habt keine Sorge, wir holen euch da raus. Hendrix ist verschwunden. Ich bin schwer verletzt. Du musst mir helfen, Kane. Bring mich zurück in den Kampf. Ich muss Hendrix aufhalten. Um jeden Preis. Aber wir sind jetzt mal in Sicherheit, oder? Sieht gut aus. Bin ich nicht dabei. Das ist der einzige Weg. Es wird dich verändern. Schneller als du glaubst. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun. Dein altes Leben wird verblassen. So bin ich halt, Rachel. Vergiss mich nicht. Vergiss nicht, wer du mal warst. Na gut. Und wir? Wir hätten es jetzt eigentlich soweit geschafft. Fürs Erste. Fürs Erste hätten sie es jetzt soweit geschafft. Wir müssen nur was überspringen. Ja, natürlich. Oh, wir haben ja den Rest schon geschafft. Mission hier, alles toll. Eigentlich ziemlich viel. Gut. So. Nächstes Level. Level 14. Nee, Level 13. Entschuldigung. Okay. Entspanne dich. So. Lass die Gedanken treiben. Wir können uns jetzt endlich mal, also wir sind bei mir überhaupt das erste Mal in unseren Menüchen, unserer Waffenkammer. So, Waffenkammer, genau. Da kann ich jetzt endlich mal ein bisschen was ausrüsten. Das habe ich aber vorher nicht wirklich gemacht. Wir haben ja total viele Punkte. Und die Waffe habe ich noch nicht wirklich alles so ausprobiert. Freischalten, ausrüsten. Was kann man denn hier? Lasermarkierer, Griff, schnell ziehen. Und Lasermarkierer, warum nicht? Hier können wir uns mal komplett ausrüsten. Schockladung freischalten und ausrüsten. Da haben wir noch einmal eine Plastiksprengstoff. Nehmen wir die Semtex, weil die bleibt. Die haftet nämlich so gut. Hier eine primäre Waffe noch. Ich teste einmal bitte gerne Razorback. Die schaut cool aus. Freischalten, ausrüsten. Reflexvisier. Nochmal ein schnelles Ziehen. Einen guten Griff, warum nicht? Unsere primäre Waffe, was hat die so? Nutzen Sie ein Fertigkeitskit zum Freischalten vom Primär Revolver Held 1. Ah, okay. So, Haftgranaten. Perfekt. Was haben wir da noch für coole Waffen? Jede Menge auf jeden Fall. Freischalten, ausrüsten. Nee, eigentlich hätte ich gerne. Ich hätte gerne bei unserem Gewehr die da. Sie schaut besser aus. Also mit mehr. Nach mehr Feuerkraft sieht es auf jeden Fall aus. Dafür gibt es aber noch keine Visiere. Damit haben wir zu wenig gespielt. Okay. Eigentlich reicht mir das doch. Granaten. Möchte ich bitte die. Perfekt. Dann können wir eigentlich starten. Du hast so. Die Kontrolle. Hier unten. Du bist jetzt in einem vereisten. So, wir sind ausgerüstet. Und können mit unserer neuen Waffe durchstarten. Hier verabschieden wir uns. Ich kann das nicht mehr. Der Irrsinn muss aufhören. Bei all dem Guten, das wir tun, kann ich nicht mehr nur schwarz und weiß sehen. Es muss auch anders gehen.
Technologie wie diese könnte was ändern. Vielleicht hast du was, Ingo. Du musst nur aufwachen. Okay, ich hoffe, das hilft uns jetzt bei der jetzigen Mission schon ein bisschen weiter. Vor allem, es hat, glaube ich, ein bisschen was verraten, aber ja. Wir können mal nur noch abwarten. Wo sind wir schon wieder? Sowas haben wir noch nie gesehen. Alle Systeme in der Stadt, militärische und zivile, sind total hinüber. Wir haben Autounfälle, Flugzeuge, die vom Himmel fallen, sowie Elektro- und Gasbrände überall in der Stadt. Bewegung! Das Chaos, das Sie hier sehen, verdanken wir einem Mann. Dem Mann, den wir verhaften wollen. Wir glauben, er ist auf dem Weg zum Hauptquartier der Coalescence Corporation. Ist das ein Terroranschlag? Ja, dies ist ein Terroranschlag. Und wir brauchen Sie und Ihre Männer, bevor es noch viel, viel schlimmer wird. Dann los! Bist du noch da drin? Ich bin noch ich. Moment! Im Krankenhaus. Hast du dich doch entschieden? Du warst immer da. Ich verlass dich nicht. Los jetzt! Wir sind Feinde voraus! Okay, na dann. Lass uns das zu Ende bringen. Aber die Waffe ist schon mal gut. Hab alles. Du kümmerst dich um die Scharfschützen. Was will es? Was ist der Grund hierfür? Ich glaube, es spürt. Wow, aufpassen. Es will sein eigenes Überleben sichern. Hendrix ist eine Möglichkeit, andere Wirte zu befreien. Es weiß, dass wir es jagen. Es verfolgt unsere Schritte. Mann, die Waffe ist aber nicht schlecht. Also gut ist sie auf jeden Fall. Nehmen wir wieder Stellung hinter der Mülltonne. Okay, also wir gucken mal, dass wir da jetzt so gut wie es geht vordringen, aber diese Roboter, die sind auf jeden Fall ziemlich gut gepanzert. Ich möchte gern was ausprobieren. Gib mir Deckung. Ja, ich hab's doch gewusst. Was ist das MG, was ich wollte? Ja, zu mir kommt da erstmal gar keiner. Von diese ganzen kleinen fliegenden Untertassen da. Ich gebe euch weiter Deckung, wenn ihr mir Deckung gebt. Wir müssen durch das Parkhaus. Das Coalescence Hauptquartier ist gleich voraus. Okay. Perfekt. Gut, dass ich dieses Geschütz noch gesehen habe. So, wir nehmen dieses Auto und. Ne, nützt nichts. Okay. Schmeiß eine Granate! Immer müssen wir uns immer in so einer zwickigen Lage befinden. Okay. Och mein Gott. Das Feuer auf Kameraden wird nicht toleriert, na toll. So, dann versuchen wir das. Oh ja, okay. Dann versuchen wir das Ganze jetzt einmal. Ohne dass wir auf unsere eigenen Kameraden schießen. Das war gerade mein erster Verstoß, der mir überhaupt passiert ist. Aber na gut. Oh, jetzt habe ich sogar den Sprung geschafft. Wenigstens war es aufpassen. Das sind schon wieder. Oh, perfekt. Granate getroffen. Ja, das war. Die hat gesessen. Wo müssen wir? Wo müssen wir hin? Auch darauf. Mann, immer diese fahrenden Fahrzeuge. Okay, wir rücken aber langsam vor, oder? Ja, das wird schon. Kontrolle, diese Roboter will Hendrix genauso wahnsinnig machen wie Taylor. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Zürich zerstört. Also diese Roboter sind eh nicht ohne. Der ist schon tot. Ach Mann, das sind wieder solche. Woher kommen diese ganzen Autos?
Ich stehe auch ziemlich unter Beschuss, man könnte mir ein bisschen helfen. Oh Gott, dieser... Unsere fliegenden Unter... LOL. Okay. Okay. Wow, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, warum macht denn keiner was? Bleib bei mir. Unsere Männer sind fast alle weg. Ich hoffe, dass wir das durchstehen, aber unsere Männer sind bald alle weg. Oder sind schon alle weg, wir sind die einzigen nur noch. So viel Chaos. So viel Tod. Wir wussten, dass Hendrix außer Kontrolle war. Wir hätten ihn aufhalten sollen. Das werden wir, Kane. Nur das ist wichtig. Wenn wir das getan haben, was ist dann mit dir? Ich habe gesagt, ich würde einen Weg finden. Und das werde ich. Versprochen. Und habe ich jetzt wieder so einen Raketenwerfer, den ich brauche? Wir hatten Sichtkontakt zum Ziel, kurz bevor er die Sicherheitsverriegelung aktiviert hat. Na, das kann ja wieder was werden. Uneinnehmbar. Niemand kommt rein oder raus. Das werden wir sehen. Ja, das werden wir noch sehen, mein Freund. Ich hoffe, du schießt auch mit dem Raketenwerfer. Oh, Alter. Ich schaff das nicht, wenn ich keine Rückendeckung bekomme. Ich meine, ein bisschen unter Beschuss kann ich das Ding schon setzen. Aber ich brauche natürlich Hilfe von euch. Ich meine, diese Wand, die nervt jetzt so richtig, wenn die da noch steht. Ach, das war jetzt wieder so klar. Komm, aber so geht das Ganze viel schneller. Mann, komm schon, nachladen, nachladen, nachladen. Ach, und jetzt schieße ich mal wieder aufs Falsche. Doofe automatische Anvisierung. So, das Ganze jetzt nochmal nachladen. Ich bin gerade froh, dass das Ding nicht auf mich fixiert. Es ist tot. Es ist kaputt. Wir kümmern uns jetzt um den Rest. Wo sind sie? Wir werden jetzt sowas aus von drauf gehen. Da hinten ist noch einer. Oh, den ist so ein Ding zum Schluss. Ja, war jetzt so klar, war jetzt so klar. Wir müssen mit vorrücken. Wir stehen zu stark unter Raketenbeschuss, aber wir haben gerade die perfekte Waffe. Meine Lieblingswaffe haben wir. Meine Lieblingswaffe haben wir gerade. Komm schon, ich muss nachladen. Warte, ich muss hier nochmal schnell zurück. Nachladen, nachladen, nachladen. Perfekt. Oh, wow, wow, wow. Das geht jetzt aber gar nicht. Dass das noch hier lebt. Der kleine Hubschrauber. Ach komm schon, wie viel hält denn der aus? Also viel kann jetzt auch nicht mehr haben. Ja, perfekt, er ist weg. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Hendrix, aber wir kommen dich holen. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Ergib dich und ich sorge persönlich dafür, dass dir nichts geschieht. Du kennst mich, du kannst mir vertrauen. Ich sehe irgendwo mal wieder eine Waffenkiste für uns, das wäre jetzt sehr hilfreich. Perfekt, hier steht einer. Och nö. Komm schon, komm schon, komm schon. Den habe ich. Der erste ist down. Kümmert sich jemand um die Roboter? Mal wieder nicht. Muss ich alles selber machen. Okay, nachladen. Mann, zum Glück haben wir nicht genug Munitionskisten da. Ah. Jemand muss ich schon einen auch um die Roboter. Oh. Okay, wir stehen gerade ein bisschen unter Beschuss. Wird uns hoffentlich hier drin nicht viel interessieren, oder? Komm schon ein bisschen raus. Komm raus, ich bleib mal wieder danach.
Ja. Oh, ein paar fliegende Untertassen mal wieder. Ich behalte die Waffe draußen bleiben. Die ist total cool. Ich liebe die. Da drüben ist auch noch ein Roboter. Bisschen unter Beschuss setzen. Lebt jetzt noch? Naja. So halbwegs. Ah, warte mal, Moment mal. Lass mich da nochmal kurz ran. Ich noch einmal kurz nachladen. Meine super duper Waffe. Wow. Also drauf möchte ich jetzt auch nicht. Nein. Ach nö, schnell weg mal wieder. Wir brauchen Raketenwerfer. Und den? Den haben wir mal wieder nicht dabei. Verstehst du was, was ich meine? Obwohl. Oder es nützt doch. Oh ja, das ist unser Raketenwerfer. Das ist unser Raketenwerfer. Komm schon. Deaktiviere das verdammte Schild. Ah, verdammt. Das schon wieder hasse. Okay, so, und jetzt Vollgas. Lad nach. Weiter. Das war jetzt... Naja. Nachladen muss ich. Da fängt noch eine Munitionskiste. Ich hoffe, das Ding ist noch nicht auf mich fixiert. Sehr gut, wenn dieses Ding noch nicht auf mich fixiert ist. Ich bin gerade sehr zufrieden. Komm schon, das kann doch nicht mehr so viel haben. Weil hier einfach zu viele Roboter rumlaufen und meine Raketen einfach nur abgelenkt sind. Trefft da immer nur ein. Macht da immer genau nur einen Treffer. Auf das Teil. Das darf es ja nicht sein. Komm schon. Ja, es ist kaputt. Wir haben es geschafft. Wir hätten es geschafft. Komm schon. Ach man, schnell rein da. Das brauche ich nicht noch mehr. Bist du noch bei mir, Kane? Ich bin hier. Dies ist das Herz der Coalescence-Operationen. Alles, was sie tun, wird von hier gesteuert. Ach, perfekt, noch eine Waffenkiste. Wenn Hendrix sich mit der KI verbindet, kann niemand sagen, wie weit sie sich verbreitet. So weit kommt es nicht, Kane. Dafür sorge ich. Hoffentlich kommt es nicht so weit. Zwei habe ich getroffen. Einer lebt noch. Da oben ist noch einer. Ich liebe diese Waffe. Habe ich das schon mal erwähnt? Meine absolute Hendrix. Lieblingswaffe. Er hat jeden in seinem Weg getötet. Und wir können nochmal nachladen. Perfekt. Einer weg. Wow. Komm schon, alles mit Ruhe. Ich stehe gerade ziemlich stark unter Beschuss. Warum sind... Ah ja, er dreht sich langsam. In unsere Richtung.
Oh, da sind sogar zwei da unten. Da so viele... Oh. Einfach mal eine Granate runterschmeißen. Nochmal eine Granate. Ist hier vielleicht irgendwo was zum Nachladen? Auch nicht wirklich. Hm. Das ist dann nicht so gut. Komm schon, einer ist fast down. Nein, einer ist sogar schon zerstört. Der zweite hat auch nichts mehr. Perfekt. Na, was machen wir denn da für ein Drama gerade? Sind ja schon alle hinüber. Nein. Und schon wieder. Ah, ganze Sache beginnt von vorne. Zwei weniger. Okay, es geht wieder weiter hinunter. Es ist genau wie in Singapur. Hier ist so viel mehr los als DMD-Experimente. Hier geht es um Waffen. Ich habe da keine Munition mehr auf meine Lieblingswaffe. Okay, die sind hier fleißig. Okay. Schusssicheres Glas. Woran haben Sie hier herumgepfuscht, Kane? Kennst du Nova 6? Ein chemischer Kampfstoff, der beinahe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden wäre. Selbst die kleinsten Mengen haben gereicht, um über 300.000 Menschen in Singapur zu töten. Okay. Greif auf das Terminal zu. Wir müssen wissen, wie schlimm es ist. Okay, bin schon dran, bin schon dran, bin schon dran. So. Nee, ist nur ein Sammelstück. Gut, probieren wir es da. Mehrere Lecks und Eindämmungsfehler. Die Lage in der Einrichtung ist kritisch, wie in Singapur. Wir können die Steuerung zurücksetzen. Und das Gas ableiten. Die Konsole hinter dir ist die manuelle Überbrückung. Glücklicherweise... Manche Dinge kann man ertragen. Und manche einfach überleben. Ein kurzer Moment der Qual. Das hier nicht. Ganz dunkler. Fehlerhafte Warnungen ausgegeben. Systeme zurückgesetzt. Lösch-Sequenz eingeleitet. Es hat gelogen. Es lässt dich Dinge glauben, die nicht real sind. Kane, bitte! Was immer das Ding sagt. Oder was es tut, du darfst ihm nicht trauen. Rachel! Tut mir leid, Rachel. Es tut mir so leid. Ich verspreche, ich finde einen Weg, das aufzuhalten. Verdammt, dann sind wir nur noch als Einziger übrig. Na toll. Es hat nie aufgehört, oder? All die Tode. All die Fehler. Das Projekt wurde nur hierher verlegt. Dasselbe Schema. Dieselben Experimente. Dieselben Risiken. Und so fängt einfach alles wieder von vorne an. Keine Bewegung, Hendrix. Ich schwöre, ich knall dich ab. Weißt du, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Sebastian Krüger, einziger Überlebende des Coalescence-Singapur-Desasters. Genau da liegst du falsch. Er ist nicht der Einzige. Die Testsubjekte? Sie leben. Sie sind hier drin. Was wollen Sie von mir? Wir wollen wissen, wer wir sind. Und warum wir hier sind. Das weiß ich nicht. Das reicht mir nicht. Ich finde es selbst heraus.
Ich bin der Einzige, der übrig ist. Ich habe Rachel versprochen, es zu Ende zu bringen. Um jeden Preis.